Ja, Servus Ovid, ihr habt euch heute viel vorgenommen. Am Ende ist es ein Punktgewinn. Wie wertest du den? Ist es ein Punkt, der wichtig werden könnte im Abstiegskampf oder doch ein bisschen, ja, traurig, dass es dann nicht die drei geworden sind? Ja, auf jeden Fall. Also jeder Punkt ist wichtig für uns. Wir hätten natürlich 3 Punkte gerne mitgenommen und haben uns viel vorgenommen und wollten den Dreier eigentlich mitnehmen, hier und zu Hause behalten. Im Endeffekt ist es einer geworden und wir wissen nicht, was der Punkt am Ende noch bringt. Also alles in Ordnung. Jetzt habt ihr noch 2 Partien vor der Brust, die schon Endspielcharakter haben. Auf was kommt es jetzt an und wie baut ihr jetzt das Team auf vorm Auswärtsspiel in Freiburg? Ich glaube, die letzten Wochen haben wir immer wieder Spiele gehabt, wo viele von außen gesagt haben, Endspielcharakter. Deswegen ist das für uns nichts Neues. Wir werden die Jungs wie immer vorbereiten auf den Gegner und einstellen. Und die Jungs, die werden genauso heiß sein wie in den Spielen zuvor und werden alles geben und werden versuchen, in Freiburg zu punkten und wenn möglich 3 Punkte mitzunehmen und dieses in Anführungszeichen Endspiel dann auch für uns zu entscheiden. Jetzt musste Markus Suttner in der Schlussphase runter. Hat er sich übler verletzt oder weiß man da schon was? Das kann ich dir nicht genauer sagen. Also im Endeffekt ist er leider umgeknickt, so wie ich es jetzt gehört habe. Machen, glaube ich, Montag MRT-Bilder und dann wissen wir mehr. Abschließende Frage. Durch einen Geniestreich von Sonny Kittel gehen wir in Führung. Leider 5 Minuten später wieder ein spätes Gegentor in der Schlussphase. Woran liegt das? Ja, ganz so spät war es jetzt nicht. Ich glaube, wir haben in der ca. 72., 73. das Tor gemacht und 4 Minuten später schon sofort den Ausgleich kassiert, leider nach einer Standardsituation. Das ist halt immer ärgerlich, gerade in einer Standardsituation nach einem ruhenden Ball, wo eigentlich eine klare Zuordnung herrscht, was eigentlich auch unsere Stärke ist. Aber im Endeffekt haben wir da jetzt leider das Tor kassiert, aber das haut uns auch nicht um. Auf welche Tugenden kommt es jetzt an, damit die letzten 2 Spiele erfolgreich gestaltet werden und der FC am Schluss die Klasse hält? Ich glaube, die Tugenden sind allen bekannt und das sind auch Tugenden, die uns sehr gut liegen. Wir werden kämpfen, laufen, rennen, kratzen, beißen, wenn es nötig ist und werden alles dafür tun, um den Abstieg halt zu verhindern. Ja, herzlich willkommen, Max Christiansen. Wie fällt die abschließende Bewertung aus? Haben wir heute 2 Punkte verloren oder einen gewonnen? Ja, schwer zu sagen. Also ich denke, wir haben eher einen gewonnen, weil wenn man auf die Tabelle guckt, ist immer noch alles möglich. Ich denke, wir haben heute erste Halbzeit ein gutes Spiel gemacht, leider nicht in Führung gegangen. Das hat gefehlt, das eine Tor in Führung zu gehen. Das haben wir zweite Halbzeit dann geschafft, obwohl wir halt nicht mehr so griffig waren, nicht mehr so gut gespielt haben wie in der ersten Halbzeit. Aber das Tor ist uns gelungen. Aber letztendlich leider konnten wir es nicht halten. Wie schaut es jetzt aus? Wir haben jetzt 30 Punkte auf dem Konto. Das heißt, die letzten 2 Partien sind so ein bisschen sowas wie Endspiele. Auf welche Tugenden müsst ihr euch jetzt berufen, damit es da klappt? Ja, wir müssen uns nochmal genau einstellen und ja, einfach uns perfekt für die letzten beiden Spiele einstellen, sodass es mit den jeweils 3 Punkten klappt. Es sind noch 6 Punkte zu holen. Wenn wir die holen, bin ich zuversichtlich, dass wir die Klasse halten, aber die müssen wir erstmal holen. Und dafür werden wir natürlich alles geben. Ja, Servus Bresch. Am Ende ist es ein Punkt geworden. Wie bewertest du es? War es ein gewonnener Punkt oder waren es dann doch 2 zu wenig? Ja, ist zu wenig. Wir wussten, dass die 3 Punkte waren fast Pflicht heute. Also mathematisch ist es immer noch möglich. Wir glauben immer noch daran. Wir wussten schon, dass was wir zu tun haben. Aber ja, jetzt es gibt kein anderer Weg, als die zweite Spiel zu gewinnen. Und jetzt wissen wir auch ganz klar, was wir machen soll. Und wir sind auch dafür bereit. Wie baut ihr euch jetzt auf vor den 2 entscheidenden Spielen gegen Freiburg und gegen Schalke? Ja, weiter wie wir bis jetzt gemacht haben. Ich denke, wir haben heute ein gutes Spiel gemacht schon. Das hat vielleicht einen Tick gefehlt in der letzten Entscheidung, letzte Ball vielleicht. Und sonst war ganz okay. Wir gehen in Führung und dann hätten wir auch vielleicht ein bisschen ja, fokussierter sein. Die nächsten 5 oder 10 Minuten nach dem Tor sind immer so wichtig. Und ja, dass es so schnell fällt, das war schon ein bisschen bitter, weil. Ja, weil das hat uns sehr weh getan. Wir hatten das Gefühl, dass die 3 Punkte unsere Hände waren und deswegen ist das am Ende schon schwer. In der ersten Halbzeit habt ihr es ja gut hingekriegt, Leverkusen euer Spiel aufzuzwingen. Was haben die Gäste dann in der zweiten Halbzeit anders gemacht? Ja, die haben aber uns schneller attackiert, höher attackiert, mehr Druck ausgeübt. Deswegen war das nicht so einfach, von hinten rauszuspielen wie die erste Halbzeit. Und ja, die haben aber
in das Spiel nicht so gut auch gespielt von hinten. Die haben auch sehr, sehr schnell nach vorne und geradlinig gespielt, so mit, auch mit viel langen Bällen. Ja, das hätte, wir haben wirklich, wir waren auf Minimum auf Augenhöhe die ganze Spielzeit. Deswegen ist das schon frustrierend, weil wir haben wirklich das Gefühl, dass heute mehr drin war. Aber na, wir müssen leider mit einem Punkt zu Hause gehen. Und ja, wie gesagt, jetzt wissen wir, was wir zu tun haben. Die Fans haben euch 90 Minuten unterstützt und auch nach Freiburg werden sicher ungefähr an die 1500 mitkommen. Was werdet ihr denen bieten? Ja, auf jeden Fall werden wir schon wieder alles geben. Also das müssen wir tun. Wir müssen wirklich mental alles rausholen, also alles bringen auf den Platz, was wir können, und dann noch mehr fußballerisch ein Tick mehr Ruhe haben und vielleicht die letzte Entscheidung vielleicht ein besseres treffen. Und das wird sehr eng, also ein einfaches Spiel ist in Freiburg nie. Und deswegen wissen wir, was uns dort erwartet, aber wir sind bereit und kämpferisch. Also ich kann mich nicht vorstellen, dass sie mehr wollen als wir. Dankeschön. Bitteschön.